Welche Erinnerungen haben Sie an die Ankunft in Friedland? Also eigentlich erstmal bei der Ankunft die allergeringsten. Alles, was vorher war, da waren immer so ein paar neue, interessante Dinge da. Zum Beispiel, dass ich in Uelzen drei Burschen getroffen hatte, die dann auf ganz andere Weise, aber auch abenteuerlich dann in den Westen gekommen waren. Hier kam ich dann als Einzelner an Riesenlager. Kannte ich so ähnliche Lager, so aus den Pionierlagern, Wuhlheide in Berlin und anderswo, irgendwie ein bisschen ähnlich. Und das Signifikanteste war der Bahnhof, und zwar der Güterbahnhof, wo ich dann half, ganztags die Möbel von Spätaussiedlern auszuladen. Und da hatte ich dann auch das Erlebnis, dass der Lagerleiter zu mir kam und mir sagte, dass ein Fernsehteam von BBC Lan im Lager wäre, um einen Bericht zu drehen über Deutschland nach dem Fall der Mauer. Ne, nach dem Mauerbau, Entschuldigung. So, weil nichts überspringt. Ne? Ja, willst du das? Du hast eine interessante Geschichte. Ja, soll, mache ich. Soll denn schade, bestimmt auch nicht sein. Auch besser. Und dann saß ich so, wie ich jetzt hier sitze und wurde aufgenommen, allerdings mit dem Rücken zur Kamera. Und das ging auf Englisch mit Übersetzung. Und wir hatten uns darüber geeinigt, dass ich so signifikante Orts- und Namen von Beteiligten nicht erwähne, sondern umschreibe. Weil diese Form der Flucht natürlich auch noch von anderen hätte von Nutzen sein können, nicht? Ja, und das dauerte dann so auch seine 2-3 Stunden. Und dann bekam ich dann auch 80 D-Mark, viel Geld damals. Und ich wurde dann delegiert vom Güterbahnhof in die AWO, Säuglingskrippe, wo die Kleinen dann aus den Ostblockländern und später aus Irland versorgt wurden. Ich konnte dann Popo waschen und Fläschchen geben, Bettchen machen und war eine schöne Zeit, so ein paar Tage. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn wir jetzt trotzdem nochmal zu der Ankunft zurückgehen, was hatten Sie denn bei sich, als Sie nach Friedland kamen? Ja, das war, ich sag mal, so anderthalb Overdresses. Zwei Hosen, eine Jacke und so eine Art Anorak, zwei oder dreimal Wäsche ja. Und was man so an Toilettenartikeln auch braucht. Nicht? Weggefahren bin ich, es war fast so Wetter wie hier, am 23. Dezember, Schnee mit dem Bahnbus. Und ich hatte einen ganz schicken Trevira Sommeranzug. Hell, grau mit altrosa Streifen. Sah schick aus, aber ich habe jämmerlich gefroren, weil es so dünn war. Aber ich hatte noch was Dickeres, aber ich wollte das anziehen. Ne? Also das Päckchen, das ich mit mir hatte, war schon ein Köfferchen leicht bis gut gefüllt. Nicht? Die verschiedensten Sachen. Konnte mir dann auch Sachen so aussuchen. Das war doch wesentlich mehr als das, was ich mitgebracht hatte nach Friedland. Das war sehr, sehr dürftig, aber